Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur F1 2018 Mega-Koop-Saison. Der große Preis von Belgien hier auf Spa-Francorchamps steht an, ein Prestige-Rennen. Und wer sich jetzt wundert, warum kein Qualifying bei mir gestern kam, ja, die Aufnahme hat es zerschossen. Also von dem her schreiten wir gleich zur Action. Bei den anderen gab es aber das Qualifying, deswegen wer das noch nachholen möchte, checkt mal die Sichten des Qualis aus. Die verlinke ich auch noch zusätzlich dazu. Oh. Und ansonsten begrüße ich Duki, Viper, Marvin, Egor und Kai. Guten Tag. Oh. Moin. Ja, abgemeldet für dieses Rennen haben sich Maxi und Aber. Die haben beide keine Zeit. Aber ich glaube, es wird trotzdem ganz cool. Vor allem, ich glaube, von den 6 Herrschaften hier starten 5 davon in den ersten auf den ersten 5 Plätzen. Schon geil. Und es soll regnen. Verdammte Schiepen. Ja. So. Ganz am Ende. Zumindest ist das der Plan. Mal gucken. Ja, vielleicht ist es auch ein Trauer. Vielleicht ist auch ein Trauertränchen. Soll ich drücke jetzt Enter? Wenn's Ding. Ja, okay, für mich aus können wir starten. Keine Einführungsrunde und so, ihr wisst Bescheid. Alles klar. Dann wünsche ich viel Erfolg. Lasst mir die Flügel werden. Alter, wie früh, ey. Jo. Jo. Danke. Hä, du bist mir reingefahren. Hä? Nee, du hast mega früh gebremst, Alter. Reingefahren bist du mir trotzdem. Ja. Nicht so früh. Alter, was geht mit der KI? Wieso ist sie wieder so schnell, ey? Haut wieder ihre ganze Leistung raus, wie am Anfang. Das machen die immer. Oh, dicker Warp. Philipp, kannst du schneller? Also. Nein. Du bleibst auch bitte hinter mir. Kai macht's halt wie die KI, der haut glaube ich auch am Anfang alles raus. Und nee, auf ganz sicher nicht. Krass, aber wieso beschleunigst du so schnell? Das ist mega heftig, ey. Gott. Kein Flügel. Ah. Das scheint so. Ne? Ja, eigentlich bin ich eher immer der mit den meisten Flügeln, glaube ich. Bremst aber voll früh, Alter. Das ist ja mega, weil ich krass. Noch nicht drin bin, weil ich auch nicht Philipp wieder reinfahren will. Geht mir genauso. Aber Philipp darfst du reinfahren, habe ich nichts dagegen. Ja, da fahr du lieber mir rein. Nee, sicher nicht. Das finde ich auch besser. Time being, conditions looking good.
Dries seem like the best tire for now. Oh nee, Philipp. Na, scheinbar habe ich's wieder. Geil. Okay, entering lap 3 now. DRS has been enabled. Egal, nimmst du dir DRS mit. Zwei jetzt. Hä? Set 2. Zwei, ja. Was denn? Warst du dran? Ja, nach deinem Schlenker war ich dran, ja. Aber wahrscheinlich Synchro-Bugs. Also es fühlte sich ein bisschen plötzlich an für einfach Gripverlust. Das ist so scheiße hier. Place is 7.7 seconds. Sorry. Alter. Langsamer als gedacht. Alter, ich fahre ihn sauber. Was glaubst du, wie schnell ich in den Kurven bin? Gut, jetzt weiß ich's ja. Gab's Schaden oder alles okay? Nee. Nee, aber ich habe mich halt fast komplett weggedreht. Aber alles gut. Thank you.
Ja. So raus, oder was? Usch. Boah, Alter, wie du da stehst, ey. Und ich fahr genau durch. Oh, Junge. Oh. Ich brauch kein Red Bull nächstes Mal, wa? Ach, das war nicht mal Absicht. Wann ist es denn das? Ja, wenn ich kein Red Bull fahren will. Ach so, deswegen. Ah, ich bin mal eben gemütet, das Spiel erfolgt noch. Aber Eau Rouge ist echt irgendwie, da brauchst du nur 1% falsch liegen, da bist du raus. Philipp, keine Lecks mehr gehabt, ne? Ne, keine großen mehr. Das ist gut. Wir werden bei dir aber auch langsamer, oder? Aktuell ist es stabil. Aber ist nicht so schön. Bei dir weder auf meinem Vordermann noch auf meinem Hintermann was. Also alles entspannt.
Be careful. We think you're going to start losing some tire grip around now. Pit window open. Let's box this lap. Das Auto ist heile. Blügel nicht. In der Box Mediums. Holt Punkte, das kann nicht sein. Ja, kann auch nicht sein. Ich hab gelenkt wie ja, immer. Ja, ja, ich lebe auch damit, aber ich sag's noch. Macht keinen Sinn. Hat er dir auch was zum Regen gesagt gehabt? Nein. 10:15. Kann sogar sein, dass ich zu dicht am Rail dran war, aber eigentlich auch nicht. LTR spielt hier in dem Spiel nicht so eine große Rolle, also eher nicht. Man geht in die Box. Ja, das heißt, der fährt wohl auch Mediums. Sag mal deine Reifen an. Warte, guck ich gleich. Exit, exit now. Oh, entspannt. Stay clear of the white line on the exit. You'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. Bin eh noch in den Punkten. Dann solltest du auch vor der ganzen KI geblieben sein, oder nicht? Nein. Okay. Du bist ja schneller. Bist ja schneller als die von denen der Kasse. Ja, die gehen ja auch irgendwann rein. Ach, die waren noch nicht. Doch, gut, Verstappen ist auf Mediums, also doch. Hartley ist raus. Sektor 1 auch Radio abgeflogen. Bis auf Sainz waren alle anderen jetzt in der Box.
Expect to see some rain about 10 to 15 minutes from now. Marvin leckt ganz schön durch die Welt, ey. Ist innerhalb jetzt von 2 Sekunden. Alter. Das ist ja allgemein. Ich hoffe, dass du geghostet wärst, wenn ich dir zu nahe kommen würde. Lobby leckt. Ja, hoffe ich auch. Da hier vor mir leckt auch rum. Okay. Aber nicht gut. Alter, das ist mega krass, wie es leckt. Das sind Sprünge von 50 Meter oder so. Ja, ja, ja. Macht Gasly auch. Okay, das ist richtig scheiße. KI vor mir vorhin hat's nicht gemacht. Aber gut. Marvin hat vorhin auch noch nicht geruckelt. Na gut, den letzten habe ich ja vor einer halben Runde geholt. Aber ist ja auch. Machen wir, dass es sich das gleich wieder stabilisiert. Der ghostet halt nicht, der KI-Typ vor mir. Das wird gefährlich. Das hat sich wieder stabilisiert, oder? Ich bin jetzt an ihm vorbei, ich sehe ihn nicht mehr. Also Marvin scheint wieder nicht mehr zu lecken. Perfekt. Haben oder doch, Sekunden weil gekostet. Er voll neben die Strecke gefahren ist bei mir. Fuck, jetzt ist er wieder vor mir. Wow. Stroll leckt auch. Merkwürdig. Okay, gap ahead is 2.1 seconds. Und es ist ganz spooky, von 1,5 Sekunden Rückstand zu Marvin auf einmal auf 2 Sekunden geleckt irgendwie. Alles klar. Okay. Philipp, bist du vor Marvin? Ne, ich bin hinter beiden rausgekommen, aber das macht ja nichts. Das ist mega assi mit dem Lecken, ey. Oh, ich weiß überhaupt nicht, was Sache ist. Für Minimap lecken auch alle rum. Naja, müssen wir jetzt halt so hinnehmen.
Green Flag. Oh, Chirurgie. Bleib doch gleich stehen. Was machen wir gesagt? Naja, klar. Was meinst du, warum nicht sonst hinter dir zurückgefallen wäre? Okay, was denkst du denn? Achso, hat Ray auch Medium. Ja. Perfekt. Wo wir gleich rein können, dann bin ich auf 4. Ja gut. Geht belastet. Pommes.
Hab ihn. Das. Ja, Kai. Was? Was ist? Nein. Ach so. Du hast wahrscheinlich Marvin verstanden. Nee, ich hab gesagt, ich hab ihn. Weil meinte ich. Aber auch Marvin wir. Verstanden. Ja, ich auch, deswegen. Ne? Ich hab ihn gesagt. Auch auf in, aber gut. Marvin, wo bist du? Ah. Die beiden sauber. Nein, fuck. Zu viel Risiko. Okay, box, we're adjusting the strategy. Come in this lap. Okay, back to the pits. You need a new front wing. Box now. Hi, Race in der Box. Angst ist noch da. Nicht? Nein. Viel zu weit weg. Ich weiß auch nicht wo, aber ich hab die Zeit einfach verloren. Obwohl, ja. Nee, was ist er gefahren? Reifen. Video. Hä? Und warum geht er dann nochmal in die Box? Ray, warum gehst du nochmal in die Box? Achso. Weil ich abgeflogen bin. Auch Rouge? Nee. Go, go now. Es fängt jetzt gerade an zu regnen. Oh shit. Array, hast du das Gegenteil geschlossen? Oh. Oh, Ricardo ist aber im Gasly-Modus unterwegs, der mit Red Bull auf 17, Alter. Eieiei. Ha! Ja, 15, sorry. Macht's aber auch nicht besser. Vor allem sind ja auch echte Bolidenleistungen. Ja, ey. Boah! Der ist aber fast so weit gewesen jetzt. Der hat mich fast abgeschossen. Haben dich, oder? Nee, Ricardo. Ganz komische Manöver gemacht. Nicht, dass mich hier rein können, nochmal kriegt wegen Regen und keine Ahnung. Wie weit bist du vor dem? Geht so. 2,5, 3. Ah. Der muss doch erstmal vorbeikommen. Mal rutscht er. Findest du? Ganz bisschen mehr auf jeden Fall. Hast du gelupft, Philipp? Ja. Du auch? Ja, ja. Ich kenne nix. Gap to teammate ahead is 31.9 seconds. Okay, Bremsen ist auch schon auf jeden Fall schlechter. Oh, jetzt rutscht richtig.
Gut, dass meine Reifen noch dabei sind, ansonsten habe ich schon ganz andere Probleme hier. Ah! Und ich mit den harten Reifen. Vom Wetter, geil. Wie viel Prozent hast du? Ah, überall so um die 30 bis 33. Ich hab mehr. Ja, aber du hast weichere Reifen. Ah, klar. Und die bleiben halt länger wärmer. Hat mich weggesegelt. Na moin. Flügel auch noch kaputt gefahren. Natürlich. Das rutscht hier unnormal. Egger kriegt dich auch wieder, ne? Ja, klar. Ja. Jeder hat diese Bedingung. Du bist wieder der Einzige, der sich wegschmeißt. Ich hoffe noch auf Marvin. Ob Marvin geht in die Box, oder? Ja. Die KI geht auf jeden Fall flippen für Inter. Soon, heavy rain in 10 minutes time. Our gap to the car in front is 30.8 seconds. Jetzt musst du aber hoffen, dass Hamilton keinen Scheiß macht, der ist jetzt zwischen uns wieder. Okay. Hat der schon Inters drauf? Siehst du das? Nee, so nah komme ich auch nicht ran. Oh, ist das eng. Egal, sag was an. Ja, ja. Oh, nee, ich sag gar nichts mehr. Okay, nicht in die Box, jetzt bleibst du da, wo du bist. Ich glaube, Box lohnt sich sogar, Philipp. Nein, lohnt sich nicht. Doch. Ganz sicher. Ja, okay, du bist halt der bessere Fahrer, dann mach halt. Ja, ich verliere hier locker 10 Sekunden vor. Also mit dem Mediums bist du echt schon hart am Schleichen. Ja, Hamilton hat Inters drauf, ich muss ihn jetzt gleich vorbeilassen, bevor er mich hier noch abschießt. Boah. Oh Gott, ist das rutschig. Oh, soll ich rein oder nicht? Ja, komm, geh. Ich meine, Philipp, wir haben 30 Sekunden zu Rap A, ne? Ja. Bittest du noch, Marvin, oder was? Also ich bitte nein. DRS has been disabled by the stewards. Alter, holy shit. War richtig in die Box zu gehen, Alter. Das machst du gut. 20 Sekunden? Na, 15 Sekunden in der Runde? Ja, auf die Runde gesehen, verlierst du auch nochmal, was weiß ich, 20 Sekunden durch den Boxenstopp. Wir sind safe. Wenn wir beide nicht gehen. Ja, wir sind safe. Bakay hätte halt zur Runde 20 gehen müssen. Eine Runde vorher wäre perfekt gewesen, ja. Hätte ich auch nicht gedreht. Aber da war es noch zu trocken. Alles scheiße. Erhöhe den ERS-Einsatz, ist klar. Egal, bist du vor Egon? Oh, jetzt muss gerade lecken. Ja. Was ist denn das für ein Leck? Wow, jetzt hab ich mich gedreht, weil es hat immer weiterhin geleckt. Oh Mann. Oh, ein bisschen 50 Gramm Riesling gehabt. So, da kommen auch noch Force India. Das Problem ist, dass die KI ist jetzt halt echt keine Gefangenen machen. Die machen dich voll kaputt. Ja, einfach vorbeilassen, das ist das Beste, was du machen kannst. Wo seid ihr auf der Strecke? Ich fahr jetzt gleich Orange an und lass grad KI an mir vorbeiziehen. Vielleicht 20% auf dem Gas und was willst du, ne? Das. The gap behind us is 40.7 seconds. They're on fresh inters. The time. Oh, mit 190 durch die Europäische Ecke. Oh, du überträgst auch richtig. Das ganze lange war ich dann doch nicht. Ja, brauche ich auch kein Risiko mehr geben. Einfach die 18 Punkte mit nach Hause nehmen. Das stimmt, ja. Go. Oh Gott. Oh, in der langen Rechts untersteuert das Auto so. Mir auf 3. Mir auf 4. Ray hat auf Inters gewechselt für die eine Runde. Ja, ganz ehrlich, Raikön hätte mich auf jeden Fall bekommen in der Runde. Das muss ich jetzt machen. Ach, der hat schon Inters drauf? Ja, die sind ja alle schon in Runde 19. Runde 19, 20 sind die schon reingefahren. Ne, die sind mit mir reingegangen. Die sind auch in der 20. Also zumindest die vorne. Raikön hat mich noch auf der Strecke überholt mit dem Dreher direkt danach. Er war noch hinter mir. Er ist auch erst dann in die Box. Okay,
Boah, was eine Rutschpartie, ey. Hey, du kennst doch hier diese Doppelrechts dann auf diese lange Gerade mit dem Linksklick. Da bin ich gerade einfach mal quer rein. Halb Platz, 5, ne? Ja, aber wir könnten es halt so weit weg. Ja, ist auch noch. Durch den Dreher. Mit einem massiven Lag gewinnt Viper. Hol! Und schmeißt dann einfach mal die Karre an die Wand. Das ist meine Karriere eigentlich, ja. Ja, Glückwunsch. Oh, danke. Oh, eine freaking Rutschpartie, ey. Hey. Auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass das doch noch so stark wird zum Schluss. Nee, sonst wäre ich auch direkt, sonst wäre ich auch die Inters geholt, schon eine Runde vorher. Aber das ist brutal, wie viel schneller die jetzt waren. Du hast mit Boxenstopp 2 Sekunden aufgeholt, Ray, wo ich das, wo du noch auf den Trockenreifen warst. Da hast du 20 Sekunden in einer Runde geholt. Ja, sag ja, wäre ich eine Runde früher rein, dann wäre ich vielleicht sogar noch je nachdem rangekommen. Das ist krass, wie viel schneller die eine Runde schon waren. Das habe ich gemerkt an der KI, wie die rangerückt ist. Kimi war irgendwie 50 Sekunden oder noch mehr hinter mir und nach einem Sektor war er dann schon auf knapp 20 Sekunden dran. Da dachte ich, okay, jetzt müssen wir in die Box. Weil das holt er locker an der Runde ein. Und dann hatte ich halt so einen komischen Dreher, weil es kurz so einen Mini-Ruckler hatte. Also der Arsch kam schon rum, ich wollte gegenlenken und dann hat es geruckelt in dem Moment ein bisschen und dann konnte ich ihn nicht mehr fangen, da hat es mich gerade weggedreht. Ich habe eine Sekunde vorher aus deiner Kameraperspektive weggeschaltet. Das war ein bisschen geärgert. Ja, aber Glückwunsch ans Podium. War ja, ein schwieriges Rennen. Ich wäre übrigens auch Vipers Taktik gefahren. Ich wäre nicht auf Minus gegangen, ey. Im Endeffekt hat das nicht so viel ausgemacht. Wir sind ja beide mit dem Medium an Philipp dran geblieben. Ja, das Ding war, ich war in gewissen Abschnitten sogar schneller. Ich wollte eigentlich nur erst sparen hinter Philipp. Und dann mache ich halt diesen dummen Fehler. Und dann drehe ich mich weg, Flügel am Arsch. Ja. Ich habe halt alles auf den Schluss gesetzt. Ich meine, dass es dann regnet, das wäre dann eh nicht ausgegangen. Aber ich dachte halt, dass es nicht so krass kommt. Und dann wollte ich halt einfach erst sparen bis zum Ende. Und hab gedacht, nö, ich bleib jetzt einfach hinten dran, mach Piano, weil ich konnte das Tempo trotz Mediums mitgehen. Das war, also die Supersofts sind anscheinend so krass eingebrochen, dass sie eigentlich gar nicht mit den Mediums mithalten konnten. Und nur die ersten Runden halt. Und dann dachte ich, nö, komm, pass auf, ich bleib hinten dran. Aber das ging halt ja, wie gesagt, ich hab's ja selber für die Tonne gemacht, deswegen GG war alles gut. Hab ich dann auch nicht verdient. Hat vorhin auf jeden Fall Spaß gemacht nach den Boxenstops, dieser Dreikampf. Ja, sah auch schön aus, war schön zu kommentieren. Ich wollte nur so schnell wie möglich vorbei, weil ich gemerkt habe, jetzt haben die Reifen noch Pace und ich habe schon gemerkt, bei dem letzten, wo ich dran vorbeigefahren bin, da war dann schon, dass sie langsam eingebrochen sind, da wusste also ich dann schon. Hättest du eine Runde länger gebraucht, dann wäre es schwieriger geworden. Ja, ja. Hättest du denn die Soft noch ziehen können? Oder waren die auch am Ende? Die waren am Ende. Ich glaube 70% hinten oder so. Oh, ja, das habe ich gemerkt, irgendwann war ich so, ne, es hielt immer so zwischen 18 und 19 Sekunden, wie es mit dem Verkehr war und dann auf einmal, bumm, eine Sekunde, noch eine Sekunde. Und dann kam noch die lange KI hinzu und dann war halt eh vorbei. Dann war ich irgendwie auf 14, ja, auf 14 Sekunden. Das hat mich halt Sekunden auch mega irritiert. Ich hatte nämlich eine geile Aufholjagd auf Marvin und das hat mich dann so ein bisschen verwirrt. Dann habe ich erstmal ein bisschen Abstand auch. Nee, war nicht mein Rennen irgendwie. Von dem her, dritter Platz, muss ich mitleben. Ist schon ja, immerhin, ne. Andermal wieder. Team abgepixelt. Yeah. Nee, heute nicht. Heute hat Metal Racing ein bisschen ein paar mehr Punkte geholt. Aber passt schon. So noch ein paar wenige Rennen. Hey, und mehr Dreher. Und dann würde ich sagen, wenn niemand was zu sagen hat, dann schließen wir die ganze Sache ab. Und dann bis zum nächsten Mal in der Mega Corp Saison. Danke fürs Einschalten und bis dann. Tschö. Dann geht's nach Österreich. Tschö. Tschüss. Tschüss.